Meine sehr verehrten Damen und Herren, Corona liegt leider nach wie vor bleiernd über unserem Land, über Deutschland, aber auch Bayern. Es ist eine dunkle und schwere Wolke über den Gemütern unserer Menschen. Die Stimmung ist so ungefähr wie im Moment das Wetter, leicht depressiv, viele sind resignativ. Es gibt aber keine Möglichkeit, der Situation auszuweichen. Die Lage ist ernst und sie wird noch sehr viel ernster werden. Die Infektionen steigen und sie wachsen, und zwar jeden Tag. Und deswegen gibt es keine Möglichkeit, es zu ignorieren, sondern wir müssen der Tatsache ins Auge schauen, dass wir eine dritte Welle haben, die deutlich gefährlicher ist als die erste und zweite Welle von Corona. Es gibt sehr viele, die die jetzige Mutationsgefahr unterschätzen. Für die meisten ist es quasi so, jetzt der dritte Aufguss. Das ist aber nicht so. Im Grunde genommen handelt es sich um eine komplett neue Pandemie. Die Gefahr, um die es geht, ist sehr, sehr hoch. Deswegen ist ganz entscheidend, dass wir jetzt darauf reagieren. Weder blind noch stur, nicht nur mit Lockdown, sondern auch mit intelligenten Konzepten. Und deswegen werden wir den MPK-Beschluss von gestern nach einer 15-stündigen Sitzung insgesamt alles zusammenfasst in dreierlei Weise, in einem Dreiklang umsetzen. Unser Dreiklang basiert auf Vorsicht, auf Restriktion und auf Motivation. Was heißt es? Vorsicht bedeutet, und es ist in Zeitachsen definiert, bis Ende der Oktoberferien gibt es keine weiteren Öffnungen. Bis Ende der Osterferien, Entschuldigung, bis Ende der Osterferien keine weiteren Öffnungen mehr. Warum? Wir gehen da einfach nur mal sicher. Denn wir gehen davon aus, dass die Infektionen weiter ansteigen werden. Durch den Anstieg werden auch manche, die jetzt eine Öffnungsmöglichkeit haben, dann in die nächsthöhere Stufe rücken und dann werden Öffnungen wenig Sinn machen für ein, zwei Tage. Also erster Ansatz bis zum Ende der Osterferien. Setzen wir auf Sicherheit. Zweitens, an Ostern selbst der vertiefte Lockdown, an Ostern die besondere Osterruhe, zu der ich gleich kommen werde. Und drittens, nach den Osterferien bereits die Ankündigung der Perspektive und der Motivation. Denn ab der Zeit ist es wichtig, mit mehr vorhandenen Tests und mehr Impfungen das System intelligenter zu gestalten. Zur Situation. Ich habe es gerade angesprochen. Die dritte Welle rollt durch Bayern. Wir sind sehr, sehr stark betroffen. Stärker als andere eigentlich, weil wir in den beiden Grenzbereichen immer liegen zwischen Tschechien und Österreich und deswegen auch besonders betroffen sind. Mittlerweile sieht die Situation so aus, dass wir ein hohes Maß an Gefährdung haben. Die Mutation bedeutet de facto eine deutlich höhere Sterblichkeit, eine deutlich höhere Ansteckung, eine deutlich längere Verweildauer auf Intensivstationen und Achtung, wichtig, eben nicht nur für die Älteren, sondern gerade auch bei den Jüngeren. Wir spüren zum Teil einen steilen Anstieg bei den Jüngeren, auch bei den ganz Jungen. Das RKI schätzt, wenn es keine Maßnahmen gibt, wenn es keine Handlungen gibt, dann werden wir nach Ostern möglicherweise national bei einem Wert von über 300 in Inzidenz mit, so waren die Schätzungen, rund 40.000 Infektionen am Tag. Und deswegen müssen wir jetzt handeln. Die Ungeduld, die wir alle verspüren, darf nicht zu einem Nachteil werden. Erschöpfung begünstigt die Pandemie, Ermüdung stärkt sie. Und deswegen ist jetzt wichtig, dass wir aufpassen und nochmal alle Kräfte zusammennehmen, uns dieser Herausforderung zu stellen. Mit mehr Impfen gibt es mehr Entlastung. Die Wahrheit ist aber, je niedriger die Inzidenz, desto wirkungsvoller ist die Impfung. Je höher die Inzidenz, desto abgeschwächter ist die Wirkung der Impfung. Heißt, es geht jetzt daraus um den einfachen Tatbestand, wie lang wird diese dritte Welle dauern, bis wir sie kontrollieren können? Wird es eine Endlosschleife? Wird es eine Schleife bis in den Sommer hinein oder kann es vorher möglich sein? Wenn man die heutigen Zahlen anschaut, Bayern liegt bei einer Inzidenz von 110. Das ist Platz 6 in Deutschland. Ich sage das deswegen immer dazu, weil man merkt, dass einige unserer Maßnahmen etwas dämpfend wirken. Die Anstiege, die wir haben, sind zum Teil weniger als andere. Trotzdem liegen wir da genau wie viele andere. Aber wenn man sich das nochmal anschaut, wir haben seit Mitte Februar eine Zunahme der Infektionen um 85%, knapp 25% allein in einer Woche, die ansteigen. Und der Trend ist definitiv klar. 6 Wochen lang ging es abwärts, seit 4 Wochen geht es leider wieder nach oben. Bei den Inzidenzwerten geht es nicht nur um die Inzidenz, sondern auch die Parallelwerte sind eindeutig. Der R-Wert liegt deutlich über 1.
Die Positivrate wächst. Obwohl wir übrigens nicht auf dem Höhepunkt der PCR-Tests liegen, ist die Positivrate gewachsen und der Anteil der Mutationsnachweise geht immer höher jeden Tag. Also es ist eindeutig, wie die Situation ist. Und wenn man nochmal die Zahl anschaut, der die über 100 und die unter 100 liegen, die Notbremsen relevante Zahl. Vor 2 Wochen waren es noch 21 über 100 und heute sind es 54. Das zeigt also eindeutig, wie ernst die Lage ist. Und um nochmal das Infektionsgeschehen zu definieren, wir stellen eines positiv fest, sodass Impfen wirkt. Bei den über 80-Jährigen haben wir die niedrigste Inzidenz der Altersgruppen in Bayern, was ja noch vor einigen Monaten das Gegenteil der Fall war. Umgekehrt haben wir bei den 15- bis 34-Jährigen einen massiven Anstieg zu nehmen. Und, Achtung, wie vorhergesagt, es kommt auch in die Krankenhäuser wieder an. Wir hatten von Januar bis letzte Woche eine ganz stabile, zum Teil abnehmende Situation der Krankenhäuser. Seit einer Woche wieder der Anstieg, in Bayern wie überall. Die Intensivmediziner schlagen bereits Alarm und warnen dringend davor, dass beim Ignorieren der Situation wir eine sehr gefährliche Situation im Gesundheitssystem haben können. Wenn man das alles nochmal als Basis zugrunde legt und dies ernst nimmt und dies nicht unterschätzen will, dann muss man darauf reagieren. Wir tun es. Die Bayern-Matrix, die wir haben, wird weiterentwickelt. Übrigens, der Kernwert ist immer die Inzidenz. Man hat sich auch national nochmal klar darauf committed, keinen anderen Wert zur Entscheidungsgrundlage zu nehmen, sondern die Inzidenz. Warum? Weil die Inzidenz ist leicht darstellbar, ermittelbar. Sie ist regional abgrenzbar. Sie ist justiziabel. Und deswegen auch der einzige Wert, der mit allen anderen in direkter Verbindung steht, sowohl die Positivrate bei Tests kann sich daraus ablesen lassen, die Krankenhauszahlen zeitversetzt, so kann man glaube ich sagen, Klaus Holitschek, und natürlich auch der R-Wert. Das LGL hat in meinem Auftrag, hat der Gesundheitsminister es angenommen und wird über die Osterferien einmal versuchen, möglicherweise auch andere Corona-Formelwerte zu etablieren, also die Einbeziehung anderer Werte, das muss aber dann verlässlich und vernünftig sein, ob dies geht. Spannend ist es insofern besonders, weil auf Dauer sind die anderen Werte, nämlich mehr Testen und mehr Impfen, die entscheidenden Werte. Wie ist jetzt die konkrete Umgestaltung der nächsten Wochen? Erster Punkt hatte ich angesprochen. Bis Ende der Osterferien bleibt es ohne Öffnungen, die auch vielleicht in der einen Fall möglich gewesen sind, um Stabilität zu erreichen. Zweitens um Ostern und über Ostern. Das war das Ziel der Ministerin gestern Abend mit der Bundesregierung, dort noch einmal einen Lockdown zu machen, als ein Mittel der Restriktion, runterzufahren, längere Zeit Ruhe zu haben und damit die Infektionsketten zu unterbrechen und nicht zu stärken. Das geht von Gründonnerstag bis Ostermontag. Dazu betrifft es 2 Tage, die sonst normale Werktage gewesen wären oder beziehungsweise denkbare Werktage. Das wäre der Gründonnerstag gewesen und der Samstag, der Ostersamstag. Dort entscheidet der Bund heute, macht die Rechtsgrundlage dafür, dass es wie Sonn- und Feiertage zu behandeln sind, mit allen entsprechenden Rechtsfolgen, die daraus, die bei allen Sonn- und Feiertagen gang und gäbig sind. Das heißt, dass auch für die jeweiligen Arbeitnehmer bedeutet es zum Beispiel, würde das Zuschläge bedeuten, wenn man am Sonn- und Feiertag arbeiten müsste. Die Rechtsgrundlage dafür wird aber heute noch vom Bund entschieden. Das war gestern Nacht nach Einschätzung des Bundes nicht möglich. Wichtig, am Samstag wird nur der Lebensmitteleinzelhandel geöffnet, sonst nichts. Das heißt aber nicht die Supermärkte nur, sondern eben auch der Lebensmitteleinzelhandel und in den Supermärkten nur Lebensmittel, keine anderen Sortimentsverkauf, nur Lebensmittel. Einfach deswegen, weil man über Ostern noch die Möglichkeit haben soll, sich entsprechend zu versorgen. Gleichzeitig bleibt übrigens auch Gastro to go, solche Konzepte bleiben alle gleich. Wie ist das Kontaktmanagement? Auch da bleibt es bei der bisherigen Regelung zwischen über 100 und unter 100. Die beiden Modelle bleiben. Das heißt, auch während dieser 4 Tage, 5 Tage, bleibt es so, dass, wenn man unter 100 ist, die erleichterten Kontaktmöglichkeiten sind, also der 2 Haushalte mit den 5 Personen. Und wenn wir über 100 sind, bleibt es bei der Ausgangssperre ab 22 Uhr und bleibt es auch bei den verringerten Kontaktmöglichkeiten, Haushalt plus 1 Person, jeweils Kinder mal ausgenommen. Da gibt es keine Änderung. So. Ich habe heute Morgen schon mit dem Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern diskutiert und gesprochen. Wir werden jetzt die nächsten Tage das auch mit der katholischen Kirche noch machen. Wir üben keinen Druck auf die Kirchen aus wegen Gottesdiensten.
Der Appell ist zu verstärkt und vermehrt auch virtuellen Angeboten. Aber wenn es sich wie Sonn- und Feiertage ergibt, so sollen diese Tage ja gehandelt werden und behandelt werden. An Sonn- und Feiertagen ist ja ausdrücklich diese Möglichkeit der Gottesdienste gegeben. Dazu braucht es, das ist mit dem Bund vereinbart, eine extra Sonderhilfe, eine wirtschaftliche, für diejenigen Unternehmen, die seit längerer Zeit und jetzt gerade auch über Ostern besonders betroffen sind. Das betrifft Hubert Aiwanger vor allem den Bereich der Gastronomie, betrifft den Bereich der Hotellerie, auch zum Teil des Veranstaltungsmanagements. Dort soll und muss der Bund ein über die Überbrückungshilfe 3 hinausgehendes Angebot erarbeiten. Auch das muss diese Woche vorgelegt werden. Stichwort Reisen. Es gibt ja die klare Empfehlung, nicht zu reisen. Es gibt auch keine Möglichkeit, Reisen zu verbieten rechtlich. Aber wir sind schon als Kabinett insgesamt sehr enttäuscht gewesen über das Kommunikationsmanagement des Bundes, insbesondere beispielsweise bei Mallorca. Deswegen ergeben sich auch für viele Menschen Fragen, wieso ist es erlaubt, quasi nach Mallorca zu fahren, aber der Urlaub im Bayerischen Wald möglicherweise oder in der Fränkischen Rhön oder anderswo ist nicht möglich. Eine Antwort könnte theoretisch sein, die Inzidenz, weil Mallorca eine niedrige hat, auch wenn die gerade steigt. Und übrigens auch das nochmal zum Ansatz, wer sich das nochmal überlegt, bei einer steigenden Inzidenz werden dort bereits wieder Öffnungsschritte zurückgemacht, wie beispielsweise die Innengastronomie, aber das sei nur am Rande erwähnt. Trotzdem, solche Entscheidungen wie über Nacht etwas nicht mehr zum Risikogebiet zu erklären, müssen vorher kommuniziert und abgestimmt werden. Diese Hoppla-Hopp-Entscheidungen ohne jede Rücksprache sind auf Dauer, was das Akzeptanzverhalten und das die Kommunikationsrezeption für die Bevölkerung betrifft, schwer verständlich und stellen dann auch viele der gesamten Corona-Maßnahmen in ihrer Legitimationswirkung sehr in Frage. Deswegen sind wir darüber enttäuscht, über dieses Kommunikationsverhalten und mahnen an, es künftig deutlich besser zu machen. Ergänzend dazu haben wir dann gestern noch was verändert. Bislang ist es ja so, ausreisen und reisen kann, wer will, wohin. Bei der Einreise erneut gab es bislang nur eine Möglichkeit bei Risikogebieten oder auch bei Mutationen.